Ja, herzlich willkommen bei Freelance MC. Mein Name ist Rick Elvis und ich habe heute vor, mal mit dem Thumbrill ein bisschen hier über Yella zu heizen, bisschen schöne Bilderchen einzufangen und Spaß zu haben. Dazu benötigen wir den Thumbrill, der hier in diesen, ja, Ground Vehicle Platinum Bay Shelter spawnbar ist. Das ist immer dieser mit der hellblauen Markierung. Ja, Platinum Bay. Hier steht nochmal so ein Werbebanner. Hier steht eine Kaffeemaschine, eine Zeitung für die Leute, die nicht unbedingt fahren wollen, sondern sich ein bisschen ausruhen wollen. Ja, und wir heizen heute mal ein bisschen über die Prärie. Ihr seht auch, ich bin gerade hier mit der Hornet gelandet. Wenn man hier ein Schiff spawnt, ist ein, ja, das eigene Schiff, welches, ja, mit dem man hierher gekommen ist, ist dann weg. Finde ich blöd, sage ich ehrlich. Ich habe hier so ein Emergency Shelter, der ist 200 Kilometer entfernt. Ich denke mal, da will ich hin. 200 Kilometer wäre jetzt, wenn ich 200 fahren würde, eine Stunde unterwegs. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Nein, ich werde natürlich nicht eine Stunde unterwegs sein. Ich werde hier dann dementsprechend Cut machen. Aber ich muss erstmal mein System hier starten. Ich mache gleich alles an. Check. Und wir werden einfach mal drauf zufahren. Drauf los, nicht drauf zu. Ja, drauf zu auch. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass er sehr schnell kaputt geht. Also ich bin oft hier an Steinen hängen geblieben und habe Sachen oder muss das sagen, dass oft das Hinterrad kaputt geht. Ich weiß nicht warum. Man sieht selber, hier wird gesprungen auf Yella, weil die Gravitation hier nicht so hoch ist. Der Tamprell, was er jetzt spitze macht, weiß ich nicht genau. Wir fahren gerade 21, ja, ich denke mal Meter pro Sekunde. Man kann natürlich noch schneller, wenn ich Vollgas gebe, kommen wir, glaube ich, auf. Ja, kleiner Stunt hier. Sehe ich da oben schon wieder ein Schiff? Ja. Okay. Ich muss gerade gucken, wo ich hin wollte. Ich glaube, da war es. Problem ist, man erkennt. Doch, da unten ist es. Okay. Man muss hier wirklich langsam machen, um über diese, ja, ich sag mal, Anhöhen drüber zu kommen. Man weiß immer nicht, was dahinter ist. Oh, ein Schiffchen. Über diese Anhöhen. Natürlich auch cool, ne? Nice, nice. Vielleicht fährt er mir ja hinterher. Fährt, fliegt er mir hinterher. Okay. Ich mache immer gern etwas langsamer vor diesen, ja, Anhöhen, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, was dahinter ist. Ist natürlich jetzt gerade ein bisschen bucky-lucky. Ja, der Herr hier möchte gern mit. Ups. Jetzt werde ich mal beschleunigen. Vollspeed. Wenn man hier abbremst, macht er natürlich bei der Landung gleich schön langsam. Hier ist wieder freie Prärie.
gebe jetzt Gas und Boost auch mal, also mit Afterburner quasi. Mal sehen, wie weit wir kommen. Jetzt müsste hier ja fliegen ohne Ende. Oh, 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 oh. Man hat halt schlechte Sicht. Man sieht jetzt zutiefst den Felsen vor sich erst recht spät, also quasi wenn man auf derselben Höhe ist. Aber es ist richtig schön fahren hier. Ich glaube, der Typ wird mich hier verfolgen, denke ich mir. Er will irgendwas, er will, dass ich bei ihm reinfahre wahrscheinlich. Er hat schon die Doors open, unten den Hangar, den, wie sagt man so schön, ja, den Indoor-Hangar von der Conny. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was es genau für ein Schiff war. Alter! Uiuiuiui! Kollege, Kollege! Pass mal schön auf, was du da machst. Mach das Ding nicht kaputt. Geld gekostet. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfahre. Ich weiß es wirklich nicht. Ich fahre hier jetzt einfach mal rum vielleicht. Ergibt sich hier noch was mit dem Kameraden? Boost. Schießt er. Trickson. Ich würde sagen, den hat's erwischt. Also ich gebe jetzt richtig Gas. Aber er springt halt immer zu. Er verliert ja permanent die Bodenhaftung, muss ich sagen. Dadurch ist natürlich... der Geschwindigkeitsabriss immer da. Boah. Hier auf dem Eis soll man ja richtig schön driften können. Also man rutscht auch wirklich, ne? Ah, hier vorne, mein Rad ist ab. Ah, schade natürlich. Das reißt natürlich jetzt das Video auseinander. Jetzt wird geschossen. Nein. Solange man nicht hängen bleibt, fährt das Teil auch noch weiter, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ich spring hier mal. Boah. Junge, Junge, was soll das? Ja, das sind dann so Leute, die, ja. Was mir dann nicht gefällt, was wir da immer machen. Oh, wir kommen hier natürlich jetzt in eine Landschaft, wo ich persönlich ein bisschen gerade überfordert bin mit den ganzen Steinen, muss ich sagen. Ich muss mit denen, glaube ich, mal vornehmen. Ich habe noch ein bisschen Munition mit für meine SMG. Oh, jetzt hat es mir den anderen auch noch gerissen, ne. Ey, hier an Felsen bleibt es nicht hängen, aber an so einer Pflanze, ne? Ich kann mal gucken, ist da noch hinter mir? Nicht. Das ist bestimmt das Schiff draußen und hat jetzt noch ein bisschen auf mich geschossen. Ja, also die Lenkbereitschaft des Fahrzeugs ist nicht mehr sehr groß, muss ich ehrlich zugeben. Nicht mehr sehr direkt.
Ja, aber die Landschaft hier auf Jella, also Landschaft, die Oberfläche, ja, die Landschaft, ist ansprechend, sag ich mal, ist sehr... Nein, 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 nein! Tor! Ja, ich habe noch 3 Räder. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß wieder mal nicht, wo ich bin. Das ist bestimmt aus der Conny raus. Kann mit dem Schiff nichts mehr anfangen und wollte abgeholt werden. Ich mache jetzt noch einen letzten Jump. Auch cool. Ich muss mich gerade mal orientieren. Ich mache mal das. Innenansicht. Hier. Ich bin gerade mal 10 Kilometer weggekommen. Also ihr könnt euch trotzdem vorstellen, dass das etwas länger dauert. Vermutlich hier. Oh, hier sind schon Reifenspuren. Man sollte sich auch Zeit lassen und nicht unbedingt immer so schnell fahren. Ich will ja auch ein bisschen genießen, ne? Also ich kann hier, wie gesagt, mich umschauen, dass das Fahrzeug fährt. Es hat mich halt wirklich erwischt hier. Ich bin wieder auf Eis, dementsprechend Drift. Fahren wir da lang. Jetzt geht's hoch in die, ins Gebirge. Ja, wie gesagt, da geht relativ schnell kaputt. Ich sag nochmal nicht kaputt, aber ich meine, ich bin hier an den Stein rangefahren. Vielleicht sollte man überdenken, ja, aber es ist wieder so ein Rumheulen auf hohem Niveau. Nicht so viel Geröll auf so einem Boot, aber es ist nun mal so, ne? Hier wird nicht aufgeräumt, hier gibt es keine Infrastruktur in dem Sinne. Ich kann hier auch nach hinten schauen, glaube ich. Ja. Nein, 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 das will ich nicht. Gut. Gibt hier keine Infrastruktur, hier wird nicht aufgeräumt, also hier sieht es aus wie auf dem Mond. Ne? So richtig. Richtig ramboliert. Ja, wenn wir hier mit so einem. Ah, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht, ne? Denke ich mir. Okay, wir gehen hier weiter. Es könnte also auch sein, dass es dunkel wird. Vermute ich fast. Von daher... Machen wir so eine Ansicht. Wird es wahrscheinlich dann auch schwieriger für mich werden, hier rumzufahren. Gerade in so einem... ATV, All-Terrain Vehicle, dann zu überleben, wird für manche ein Abenteuer werden, denke ich mir. Und man kann ja, das ist ja das Geile, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, natürlich dann wieder Transportsignale setzen, dass einer abholt. Ich meine, man muss ja nicht immer zusammenspielen, weil der eine will eben Geld verdienen, will seinen Handel vorantreiben, der nächste will exploren, der nächste will Bounty Hunting machen. Warum bleibt der jetzt stehen? Ist aber jetzt nicht der Sprit aus, oder? Doch, nicht der Sprit ist aus. Nein, Leute, ich habe das Problem. Durch das ganze Rumgehoppe hier, ihr seht selber... Der Tamprill geht sehr, sehr schnell kaputt. Und ja, da müssen sie auf jeden Fall nochmal, würde ich sagen,
dran arbeiten. Ich mache mein System aus. Ich nenne es mal Thumbrill-Test. Warum ich jetzt schon wieder ein Grimestead habe, weiß ich nicht. Ich vermute fast, weil ich den gerammt habe da vorne, wobei er mich gerammt hat. Könnte wieder ausdicken. Ich krieg schon wieder Black. Ja, hier übrigens die neue Waffe, die im Game mit drin ist, ist so eine SMG. Ich fahr mal weiter ran, ne, weiter ran. Es ist hier die ordentlich Gimini. Bitte fragt mich jetzt nicht genau nach dem Namen. Ist, glaube ich, ein ballistisches. Ja. Ballistisches SMG, also Submachine Gun, also Unterstützungswaffe. Magazinwechsel. Cool. Okay. Ja. An der Stelle sage ich mal, muss ich jetzt sowas machen, was ich eigentlich immer nicht gern mache. Quasi ein Suizid. Ja, schön grün die Fauna hier und die Flora. Wir haben den Thumbrill mal getestet. Wir sind 15 Kilometer von ja, Arcrop Mining 157 weggekommen. Dann hat es mir den zweiten Reifen zerrissen. Und ich bin gestrandet. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. I'm walking down the moon. I'm walking. Hilfe! Adrian! Adrian! Help!